Heute geht es um die Dschungel-Queen. Nein, Queen ist sie nicht, sie hatte nur den sechsten Platz gemacht, aber es geht um niemanden anderen als die junge Kim Virginia. Und wir schauen uns an, warum ihr Gesicht so ausschaut, wie es ausschaut, warum ihre Lippen so ausschauen, wie sie ausschauen. Sei gespannt, ich möchte anhand von ihrem Gesicht keine Kritik üben, aber ich glaube, das eine oder andere zeigen, warum ich das nicht so machen würde. Und wir starten gleich mit ihr direkt los. Es ist ja ein lustiges Bild, das wir hier sehen. Das sind natürlich Bilder, die photoshoppt, die verändert sind, wo nichts eigentlich so ist, wie es wirklich ist, auch wenn sie lacht. Musst du dir mal vorstellen, die ganze Haut, Oberfläche, alles, das ist alles von vorn bis hinten Photoshop geschminkt. Kein Mensch schaut so aus, wenn er in der Früh aus dem Bettchen stolpert. Aber das, was uns wahrscheinlich auffällt, wenn wir dieses Gesichtchen anschauen, ist, sind relativ große Bäckchen und Lippen, die in Wahrheit etwas überproportional groß geworden sind. Schauen wir uns mal ein Video von ihr an. Videos sind ja immer spannend, weil sie doch etwas bisschen anderes zeigen als das wahre oder als so etwas Photoshoptes. Es fällt einem auf, sie hat einen unglaublich definierten Bauch, wo man sagen muss, wow, da gehört viel Disziplin zum Essen und zum Trainieren dazu. Und wenn ich das Gesicht so anschaue, schaut das eigentlich weniger aufgeblustert aus wie auf diesem Foto. Natürlich sind diese Videos auch mit Filtern zu Tode gespickt. Das heißt, die Oberfläche, die wir von ihrer Haut sehen, schaut natürlich auch anders aus. Da ist quasi ein RTL-Interview schon ein bisschen anders, das, glaube ich, direkt aus dem Dschungel gefilmt wurde, wo wir aber schon das sehen, was ich eben gemeint habe. Es ist eine Lippe, die überproportional groß für das Gesicht ist und überproportional heißt, das werden wir uns dann genau gleich anschauen. Was bedeutet denn die Proportion bei der Lippe? Was ich auch noch sehe, ist eine stupsige Nase und eine extrem starke Jawline. Also all das, was irgendwie heutzutage so ein bisschen in ist unter den Jungen, was man auch machen lassen möchte. Ich finde, dass das bei ihr etwas stark und etwas übertrieben ist. Vorher-Nachher-Fotos gibt es wenige, weil man das vorher, oder kann man nicht so weit zurückdrehen. Sie hat uns noch keine Kinderfotos geschickt. Macht sie vielleicht, Kim, wenn du zuhörst, schauen wir uns gerne auch Kinderfotos von dir an. Aber wir sehen, dass eben die Lippen vielleicht für den einen oder anderen etwas groß wirken. Wir haben auch viele Patientinnen, die sagen, das ist genauso richtig. Aber in Wahrheit, wenn man es von der Seite anschaut, ist genau das passiert, was ich einfach für nicht richtig halte. Es ist Lippenfiller ein bisschen in das Lippenweiß migriert. Und das entsteht primär eigentlich, wenn ich mit einer Nadel in das Lippenweiß hier steche und dann beginne, den Filler abzugeben. Der Filler beginnt genau über den Stichkanal wieder zurück zu wandern. Und das Zweite, wenn man viel Filler im Mittelgesicht spritzt, dann kommt es zu einer Schwellung, die sie in ganz jungen Jahren schon hat. Wir sehen hier, dass das Mittelgesicht eigentlich schon ein bisschen beginnt anzuschwellen, weil Filler immer, das muss dem klar sein, das ist bei der Tränenrinne so gefährlich, viel Filler blockiert die Lymphe führt zu Schwellung. Und das ist genau das, was wir eigentlich bei ihr hier sehen. Und das, was ich zeigen wollte anhand von ihrer Lippe, da blende ich mich aber jetzt kurz aus, sind eben Lippenverhältnisse. Das ideale Verhältnis ist das 1 zu 1,6 Verhältnis und wir sehen, dass diese Lippe im Prinzip einerseits zu groß ist und ein Verhältnis eher mehr in Richtung einem 1 zu 1 hat, aber einen großen 1 zu 1. Aber das Zweite, was noch ist, dass die Linie zwischen Kinn, wir werden mal schauen, ob ich sie gut hinbekomme, die Linie zwischen Kinn und Nase wird komplett durchbrochen. Wir sehen, dass die Lippe einfach viel zu groß für ihr Gesicht ist. Und deswegen schaut diese Lippe komisch aus. Manchmal haben wir Lippen, die auch ein Verhältnis 2 zu 1 haben. In diesem Fall ist das relativ leicht zu korrigieren, indem ich einfach die Unterlippe ein bisschen und zu unterspritze. Ich muss jetzt noch nicht unbedingt mit Lase weg machen, aber wir sehen eben, dass Kims Lippe hier einfach viel zu groß ist. Gesichtsform. Spannend, was du dazu sagen würdest. Es ist im Prinzip so eine Herzchen- oder Dreiecksform. Wenn ich da nochmal zurückgehe von der Ausblendung, dann hat sie halt ein ganz stark unterspritztes Kinn, eine ganz stark unterspritzte Jawline, ein bisschen was im Mittelgesicht, ein bisschen was in den Lippen und wir sehen auch hier in der Seitenaufnahme, dass das Mittelgesicht hier in dieser typischen Verlängerung der Tränenrinne eigentlich schon Schwellenneigung zeigt. Also im Großen und Ganzen einfach in meinen Augen für dieses junge Gesicht viel zu viel Material, viel zu viel verändert, weil ich glaube, dass sich das auch im Alter im Prinzip insofern rächt, dass sich eben, dass diese Lymphschwellungen immer mehr werden und wir sagen auch Patienten immer, ich glaube, es gibt so eine gewisse Grenze an Hyaluron, die man so in einer Lifespan haben sollte. Da gibt es noch keine Studien dazu, aber das ist auch ein Grund dafür,
warum Hybridfiller quasi immer mehr im Kommen sind, dass man einfach sagt, ich nehme nicht nur Hyaluronsäure ist übrigens super, sondern ich mische das auch mit kollagenstimulierenden Fillern und habe damit den Gesamthyaluronlot ein bisschen herabgesetzt. Aber in jungen Jahren vorsichtig langsam beginnen, weil wir werden wahrscheinlich alle hoffentlich 100 Jahre alt und da kommt dann schon einiges zusammen. Also ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du zu Queen Virginia noch Fragen hast, dann bitte gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wenn du dem Kanal noch nicht gefolgt hast, dann bin ich richtig böse auf dich. Nein, aber wir bringen Dienstag und Donnerstag immer neue Videos raus und hoffe, dass das Spaß macht. Es werden jetzt auch viele mehr Shorts kommen, wo wir kurze Themen anreißen. Also ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und wir sind extrem stolz darauf, dass unser Kanal so wächst. Und ich bin vor allem extrem dankbar für jeden einzelnen Zuschauer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und Baba.